So, hallihallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. Und im letzten Part haben wir die Chocobo Quest vollendet, hoffe ich zumindest. Ja, haben wir. Gut. Das heißt, wir haben alle Chocobo-Karten gefunden. Und wer jetzt denkt, hey, aber das lohnt's, der kommt ja dann gar nicht irgendwie. Du bist cool, du hast alles gefunden und so. Das ist ja voll der Scheiß. Der soll einfach ein bisschen abwarten. Ich habe ja gesagt, wir können es noch nicht ganz vervollständigen. Es fehlt noch einmal schäumendes Wasser, dass wir erst den CD4 holen können. Von daher, also nicht verzagen. Außerdem gelohnt hat es sich sowieso von dem ganzen Zeug, was wir gefunden haben. Und ja, ich würde allerdings gerne, muss ich mal zugeben, mein Team ein bisschen verändern. Da ist mein Schiff. Mein Luftschiff, toll. Ich komme aber jetzt nur hier runter. Und da von der Insel komme ich dann nicht mehr runter. Ja, gut. Irgendwo vielleicht ein Wald auf einer Insel. Ah, scheiße. Ja, toll. Auf der Insel ist ein Wald, aber von der komme ich dann auch nicht mehr runter. Ich kann mein Team natürlich nur im Luftschiff anpassen. Das ist nervig. Gut, da müsste aber beides sein. Ja, aber dann muss ich halt wieder ganz runter. Oh, egal. Egal. Und dann wieder, um wieder aufzusteigen, muss ich dann auch wieder ganz hinter. Na egal. Egal. Vergessen wir es einfach. Ich kann ja auch schnell mit dem Luftschiff hinfliegen. Und dann meinen. Nee. Ach, komm. Es ist eigentlich egal. Gut. So, da sind wir da. Mal eben. Achso, ich kann ja meinen Schokobo dann woanders rufen. Gut, dann fliegen wir da doch mal eben mit dem Dings hin. Ordnen. So. Schauen wir mal. Margon. Was kann der Rotkäppchen? Kein Sammeln her mit Stiefel. Passt eigentlich schon so alles. Okay, gut. Dann mal ab in die Hildegard, die dritte. Und dann ins Innere rein. Und dann im Inneren drin. Passen wir unser Team an. Okay. Und zwar Margon für Lily. So. Ich wünsche alles Gute. Gut. Dann können wir Lily ein bisschen anpacken. Na gut, wir können dann in der Stadt, in der wir gehen, ich glaube, ich habe den Namen eh schon oft genug gesagt, können wir dann alles anpassen und dann, ja, noch einiges machen, aber gut. Schöne Sache. Gut. Sind wir hier. Und dann ab nach, ja, Daguerro. Los, ab, rein, da. Da Guero. Was ist das? Eine Tafel, die uns nichts sagt. So, da gehen wir hinter und sammeln. Da liegt was im Wasser. Capriconicus, das müsste der Krebs. Nein, Krebs hatten wir schon. Dann der. Was ist denn das? Auf jeden Fall wieder eines der Liatia. Der Capricornus ist ein hektischer, er rennt zur Sonne und macht, und hat er sie einmal erklommen, macht er auf ihr ein kleines Nickerchen. Erzählung der Steliatia. Also können wir wieder eine Steliatia abgeben. So, hier können wir den Hebel anmachen und hoch. Gut. Und da oben sehen wir wieder unseren besten Freund, den vierarmigen Bandit oder wie auch immer der heißt. Derzeit bekomme ich überhaupt keine Briefe mehr. Moglea. Speichern wir mal bei Moglea. Ich speichere, Kupo. Ja. Der in dieser Stadt macht ja was Besonderes. Er sagt euch nämlich. Ja, gut. Sprechen wir ihn einfach dann gleich mal an. So. Komm. Gut. Verpiss dich, Hurenkind. Was weiß ich. So. Du bist wohl auch auf Schatzsuche, du Daguerro, was? Einen Kollegen rieche ich 10 Meter gegen den Wind. Ich bin in diesen Kreisen übrigens auch nicht ganz unbekannt.
Aber deswegen werde ich dir natürlich nicht gleich meinen wahren Namen verraten. In unseren Kreisen bekommt jeder einen gewissen Rang zugewiesen. Was hast du denn überhaupt für einen Rang? Rang C ist doch ganz nett. Ihr könnt auch mit dem Kartenspiel, dann kriegt ihr die ganzen Schiffkarten. Seit jeher gibt es die Theorie, dass im Inneren des Planeten noch eine Welt existiert. Aber immer wieder wird sie von Ignoranten verworfen. Es ist Aguero, der Ort, an dem Wissen und Wasser zusammenfließt. Was darf sein? Schmieden. Engerschwinge. Sargatanas. Ja, auf jeden Fall. Seidenkleid, Zaubermagen, Fressrobe. Brauchen wir auf jeden Fall. Brauchen wir Kleid? Habe ich alle verkauft. Fressrobe, die brauchen wir. Heiligenrobe. Haben wir eine? Wir hatten die. Ach, die hat Aiko. Na gut, machen wir einfach noch eine. Wir haben Style und das Geld. Kadiosha-Korallenring. Barett-Kraftschlüssel. Kraftgürtel, nicht Kraftschlüssel. Elfenring, Uriel. Fleckring. Hab ich keinen, brauche ich. Fußkette. Haben wir Federstiefel, Schwarzgurt, Edelperle. Schuhring, Springerstiefel. Ja, Springerstiefel sind ganz wichtig. Wir sind ja rechtsorientiert. So, hier können wir uns auch offenweise Steine schmieden. Da haben wir einen Schurkenläuf, das reicht uns dann. Gut. Dann kriegst du dein neues Schwert, nämlich den Sargatanas. Ein Goldkäppchen ist in Ordnung. Kraftring. Wird was Besseres? Judo-Kittel? Nee. Schwurring. Lichtrobe. Du kriegst die Schattenrobbe. Ja, Schattenrobbe. Für mehr Zauber und verstärkt Angriffselement Schatten. Das ist aber eigentlich nicht so wichtig. Gut. Ja, Federhut behältst du mal. Wegen deinen Dings. Also, Lilly. Du. Meeresrute für Viagra. Lindern ist unwichtig. Tobsucht wichtig. Ja, alles. Ja, zweitrangig eigentlich. Ballonmütze. Birett. Kapuze. Irgendwas Wichtiges? Nee. Dann nimm mal die Ballonmütze. Das macht die noch felsenfest, okay. Egoistenarmreif? Nee. Das hier, kriegst du mal die Heiligenrobe, Lichtrobe. Heiligenrobe, Lichtrobe, Lichtrobe. Erstmal. Immer Regener wäre ganz nice. So, dann kriegst du das hier. Apotheker. Level up, Thermometer. Thermometer kann weg, Felsenfest kann weg und Gift und Galle kann eigentlich weg. Und dafür kriegst du hier immer Regener. So, dann den Rest behältst du erstmal. Apotheker ja auch. Dann kriegst du einfach noch. Kannst du kein Urschrei? Anscheinend nicht. Dann Thermometer mal. Gut. Und Leviathan haben wir gesagt, ne? Ne, Leviathan hast du schon voll. Dann kannst du entweder gar nicht nehmen. Amethyst, Atmos. Amu, Fenrir, Shiva, Ifrit. Gibt eigentlich viel zu lernen für dich. Immer Levitas, Wicht. Ja. Dösen, immer Refleck. Viel zu viel für dich zu lernen. Viel zu viel für dich zu lernen. Dann nimmst du einfach mal hier. Barmut, nee, braucht mir zu viel AP. Du kriegst. Ifrit, so. Denn die Bestie, die wird auch stärker, je mehr von den Dingern wir haben, je mehr solche Steine. Ich bin hierher gekommen, um eine andere Antriebskraft als Nebel oder Feuer zu finden. Aber das mit dem Wasser ist mir alles ein wenig zu kompliziert. Das ist wohl die Kraft der Drachengötter, was? Nein, du hast mal wieder nichts verstanden. Oh, jetzt habe ich mich schon wieder gehen lassen. Willkommen im Itemladen. Brauchen wir nix. Da gibt es immer noch keinen Faktor. Ich habe mich gerade mit dir unterhalten über die Notwendigkeit eines Staates. Die Notwendigkeit des Staates ist nichts weiter als eine Lüge, verbreitet von falschen Politikern. Das sehe ich anders. Einzeln können wir nicht viel ausrichten, aber ein Staat kann unsere Meinung vertreten. Wie denkst du darüber? Alles Lüge. Siehst du, er stimmt mir zu. Sag ich doch. Schalter drücken, natürlich. Einfach mal einen Schalter drücken. Stimmt, jetzt ging das. Von unten ertönt ein Geräusch. Jetzt können wir uns an der Statue, glaube ich, Aquamarine machen. Grummel, Grummel, ich kann es einfach nicht finden. Wo steckt bloß das Buch, die Bestie und ich?
Schriften sind Freunde für ein ganzes Leben, selbst wenn man sie zu Ende gelesen hat, so leben sie doch im Herzen weiter. Und diese Erinnerung nimmt man mit bis in den Tod. Hier ist der Leseraum für die, die beim Lesen eingeschlafen, die beim Lesen einschlafen haben, wir eigens eine Hängematte eingemacht. Nee. Also wir können da lesen und der Typ da versperrt uns den Weg. Aber das macht nichts. So. Noch vor kurzem konnten wir mit diesem Aufzug Gegenstände transportieren, aber jetzt fährt er nicht mehr bis ganz nach oben. Wie soll ich denn bitte so ein Gesch mein Geschäft leiten? Was soll ich nur machen, damit ich nichts gegen den alten Schmied verliere? Also, ja, da müssen wir jetzt eben was machen. Und zwar. Ach so, genau. Erstmal da hier rüberlaufen. Ja, hier gut. So. So viele Bücher. Das, ja, ist eigentlich egal, aber da steht auf jeden Fall die Bestie und ich. Und die Bestie und ich, dann laufen wir zu dem. Grummel, Grummel, wo kann ich einfach die, ja, Bestie und ich? Das Buch habe ich dort drüben gesehen. Sprichst du auch die Wahrheit? Dann werde ich da drüben nachschauen. Jetzt können wir an dem Typ vorbei. Und hier. Was? Hier. Runterklettern. Und dann sind wir. Hier, genau. Dort gibt es bestimmte Dinge zu machen. Bücher lese ich für mein Leben gern. Nicht nur neue, sondern lieber alte. Dann eröffnen sich mir nämlich die Gefühle derjenigen, die das Buch vor mir gelesen haben. Ich suche Informanten über den legendären Helden und den Wunsch der Menschheit zu erfinden. Krass, du hast ja die Naming-Way-Karte. Darf ich sie mal sehen? Ich klaue sie dir auch nicht. Na klar. Ha, meine Ideen sprudeln nur so raus. Ich muss sie dir in Tat umsetzen. Du, ich habe die Technik der Namensgebung von Namingway erhalten. Bitte lass mich einen von euch sofort einen Namen geben. Doch nicht. Ja, das ist der Typ, von dem ich geredet habe. Der kann uns alle unsere Charaktere umbenennen. Hier. Und ja, der kann uns halt meine unsere Charaktere umbenennen. Und das können wir, werden wir dann auch machen. In der vierten CD aber dann erst, denn solange möchte ich gerne noch die Standardnamen haben. Bei so vielen alten Büchern wird man direkt erschlagen. Gut, so jetzt an dem Typ vorbei, da runter. Was gibt hier? Noch ein Elixier. Und dann werden wir jetzt erstmal wieder den Aufzug zum Laufen bringen. Würde ich sagen. Ja, zurück in den zweiten Stock. Und die nächsten Parts wird dann noch viel, ja. Sidequest-Gezeugse und halt sonstige Vorbereitungen und alles. Wir werden nach Treno gehen, wir werden in Alekus Moreste gehen, wir werden auch wieder bei den Tatzewürmern ein bisschen trainieren, damit ich noch mein Dracogramm bekomme. Das werde ich aber nicht jetzt bis 100 machen, noch nicht, das hat dann noch ein bisschen Zeit. Was kann ich denn noch machen? Ja, ich kann eigentlich jetzt einiges machen. Ich kann eigentlich so gut wie alles machen. Der Gründer dieser Stadt war ein exzentrischer Wissenschaftler namens Daguerro. Dieser Aufzug funktioniert wahrscheinlich auch per Hydraulik. Oh, welch Freude, euch hier anzutreffen, sieh dann. Du bist doch die aus Clara, was machst du denn hier? Nach der Zerstörung Claras wurde mir bewusst, wie abgeschirmt wir doch eigentlich waren. Abgekapselt von der Außenwelt werden wir wieder völlig hilflos sein. Deswegen habe ich mich der Wissenschaft hingegeben, damit ich später beim Wiederaufbau Boemetias und Claras nützlich sein kann. Gut. Diesen Sch Für was soll das gut sein? So. Rechten Hebel. Das ist hier so ein kleines, Dingensen. Linken Hebel. Ah, und das war's. So. Das ist ein Loch. Ha. Mir geht ein Licht auf. Okay. Genial. Hier reingeschoben und jawohl. Und damit passt wie angegossen. Und damit funktioniert dann auch schon der Aufzug. Ich lasse jetzt erstmal den Typ in der Mitte runter. Denn ich will ja noch mit dem reden. Aber der Aufzug funktioniert wieder. Wie ihr seht, wir kommen wieder ganz nach oben. Ich bin beschäftigt, verschwinde. Rechten. Rechten. Rechten.
Leuchten. Gar keinen. Und hoch. Wie auch immer das dann auf einmal funktioniert. Jetzt fährt er ja wieder bis nach oben. Danke. Kaufen. Senkweder, Linkshand, Enderdolch, Tigerkralle haben wir. Haben wir nicht. Gar keine. Kaufen wir. Obelisk-Lanze. Haben wir auch nicht. Wunschwert. Brauchen wir nicht. Azura-Route. Mithril-Stab. Azura-Route, Hammelflöte, Achtkant. Morgenschein, Osalam-Reif. Sauermal, Chimärenarmreif, Egoistenarmreif, Keinsarmreif, Jadereif, Eisenhandschuh, Stahlhandschuh, brauchen wir irgendwas? Nö. Bis jetzt nicht. Goldkäppchen, Hypnosemütze, das bräuchten wir beides. Verkaufen wir mal ein bisschen Zeugs. Was verkaufen wir denn? Detonator 1. Dann Giftkralle eine. Lamiaflöte eine. Mithril-Gabel eine, Mithril-Armreif 3, Zauberreif, Raijan-Fäustling, Mithril-Fäustling, Strohhüte, nein, die Strohhüte brauchen wir noch, Magierhut. So. Wie viel Geld haben wir denn jetzt? Ein bisschen mehr. Gut. Dann Hypnosemützen kaufen wir 2 Goldkäppchen. Nochmal eine. Dämonenpanzer bräuchten wir auch noch. Ja gut, das machen wir dann später wieder. Erstmal runter. Wenn wir denn wieder ein bisschen Geld haben und der Part ist eigentlich auch schon überlang. Deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, Leute, und tschüss.